Ich muss also sagen, ich habe mich schon wieder hier verschätzt und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1. Und heute geht es um einen ganz besonderen Nike-Fußballschuh. Und zwar, der befindet sich in dieser Box. Die sieht schon mal ja, komplett anders aus, als man es von Nike eigentlich kennt, so von den Farben und der Form der Box. Das hängt damit zusammen, dass darin tatsächlich ein Remake-Fußballschuh ist von Nike, ein komplett anderer Fußballschuh, den wir jetzt in der letzten Zeit eigentlich gesehen haben. Was dahinter steckt und wie der Fußballschuh aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hier drin befindet sich also ein ganz spezieller Nike-Fußballschuh, den die meisten von euch wahrscheinlich nicht mehr kennen. Auch ich bin eigentlich ein bisschen zu jung für diesen legendären Fußballschuh, muss man sagen, denn das ist ein Remake-Fußballschuh. Und allein der Karton macht auf jeden Fall schon mal was her. Warum? Weil das einfach original der Karton von damals ist. Also das Design ist hier nochmal eins zu eins untergebracht. Auch ein paar sehr, sehr coole Details. Also schon mal allein die Aufmachung finde ich sehr, sehr spannend, die hier gewählt worden ist. Denn darin findet sich, wie gesagt, ein sehr legendärer und sehr wichtiger Fußballschuh für Nike. Ich würde sagen, genug gelabert. Ich hole jetzt mal einen zumindest heraus. Und hier ist er. Der Nike Zoom Air Miraculous Vapor 15 Retro, also eine Limited Edition als Remake zu einem ganz legendären Nike Fußballschuh aus dem Alpha Projekt. Was dahinter steckt, erkläre ich euch gleich. Falls ihr euch diese Fußballschuhe sichern wollt, seid auf jeden Fall schnell. Die sind limitiert, findet ihr unten verlinkt in der Beschreibung. Dort gibt es die Schuhe auf jeden Fall noch, aber wie gesagt limitiert. Das heißt, der Schuh ist natürlich dann auch irgendwann mal ausverkauft. Aber was macht diesen Fußballschuh jetzt so legendär, beziehungsweise was ist hier so das Besondere an dem Schuh? Ihr habt es gehört, es ist ein Remake-Fußballschuh. Das heißt, der Fußballschuh spiegelt hier so ein etwas älterer Fußballschuh. Etwas ist auf jeden Fall ein bisschen untertrieben, sind 25 Jahre. Denn das Thema Zoom Air, das ihr ja natürlich auch vom regulären Nike Vapor 15 kennt, zum Beispiel aus dem Generation Pack, also dieses Luftpolster vorne in der Sohle, das ja helfen soll, das Spiel noch dynamischer zu machen und so revolutionär zu gestalten, ist tatsächlich eigentlich nichts Neues bei Nike. Denn es gab schon mal einen Fußballschuh, der einen Luftpolster in der Sohle hatte. Und das ist so mit einem der ersten Nike Mitchell überhaupt gewesen. Ein sehr, sehr legendärer Fußballschuh, ist ewig her, über 20 Jahre, als der auf den Markt kam. Und jetzt, wie gesagt, bei der neuen Generation, dem Vapor 15 und Superfly 9, ist ja diese Zoom Air Sohle zurückgekommen. Deshalb hat sich Nike gedacht, okay, wir müssen dazu einen Remake-Fußballschuh machen. Was jetzt so die Idee dahinter war, beziehungsweise was man hier vielleicht anders hätte machen können, schauen wir uns gleich an. Ich würde sagen, bevor wir jetzt aber ins Detail gehen, schauen wir uns den Schuh an und zwar im klassischen Unboxing. Dann schauen wir uns jetzt mal den Nike Zoom Air Miracle SE genauer an, diesen legendären Fußballschuh. Wir fangen halt direkt mal hier vorne an, Zoom Air. Und hier haben wir auch noch diese Grafik, erinnert natürlich sehr stark an den R9 Fußballschuh. Und ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, wenn ich den so ein bisschen schwenke, reflektiert das auch extrem. Das fand ich am Anfang ein bisschen langweilig, weil es gerade drauf ja eigentlich nur schwarz aussieht. So wird es dann so ein bisschen bläulich und lila. Das finde ich, wertet den Schuh auf jeden Fall extrem auf. Hier hinten ein kleines Nike-Logo, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Was mich so ein bisschen stört, ist diese Partie hier. Ist natürlich vom ehemaligen Schuh übernommen, deswegen ist es hier auch untergebracht. Ich finde es optisch ist aber nicht so ansprechend, eher ein bisschen ja, negativ sogar. Innenseite, was fällt auf? Kein R-Schriftzug, finde ich auf jeden Fall sehr geil. Hat man bisher jetzt mal wieder Abwechslung, sonst war immer hier der R-Schriftzug. Stattdessen haben wir nur einen kleinen Nike-Swoosh und auch hier diese Struktur auf dem Obermaterial, das sieht sehr geil aus. Vor allem auch hier nochmal dieses, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennen soll von der Farbe, aber es wird immer so blau-lila reflektierend. Also Innenseite sehr clean gehalten, ist ein dunkler Fußballschuh, muss man mögen, aber eigentlich ganz cool. Hier vorne auch nochmal dieses Bronzen untergebracht. Sieht sehr cool aus, weil es den Schuh unterteilt und von dort quasi auch die Grafik ausgeht. Hier oben haben wir nochmal auch ein bronzenes Airzoom-Logo und auch die Innenseite des Schuhs. Man kann es vielleicht ganz gut erkennen. Ist auch nochmal hier mit dieser Grafik vom Obermaterial. Und wir kommen auch mal noch zur Sohle. Die ist für mich das Highlight, ist nämlich eine weiße Sohle im Vorderfußbereich, weiß mit Silber. Sieht sehr cool aus, auch hier wieder das eingeschlossene Luftpolster, also die Airzoom-Sohle. Und hier hinten ist das Ganze so schön reflektierend, auch mit dem Mercurial Airzoom-Schriftzug. Sieht sehr geil aus, weil man ja auch dieses gleiche Verwaschene, kann man eigentlich sagen, und Reflektierende wie auf dem Obermaterial hat. Das sieht sehr, sehr cool aus, kombiniert sich also passend mit dem Obermaterial, das leider so ein bisschen arg dunkel ist, aber ja, muss natürlich auch an den Originalschuh angepasst sein. Und das ist Nike tatsächlich sehr gelungen, fand es am Anfang extrem langweilig. Jetzt muss ich sagen, desto länger ich den Schuh in der Hand habe, desto cooler finde ich den eigentlich. Was auf den Bildern nicht so rüberkommt, kommt jetzt hier auf dem Platz umso mehr rüber, dass dieser Fußballschuh wirklich auch optisch trotz dem dunklen Colorway eigentlich extrem cool geworden ist. Ihr habt es gehört, auch so ein bisschen an R9 erinnert das Ganze, denn wir haben hier natürlich diese bronzene Farbe, die zum Beispiel jetzt auch vom regulären Nike Generation Pack übernommen
übernommen wurde. Aber damals gab es auch für R9 hier so ein bronzenes Colorway zu dem Nike Air Zoom Tag damals oder Zoom Air Tag. Deshalb hat man natürlich hier so ein bisschen Flashback an R9. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Vor allem ein sehr detailreicher Fußballschuh, wo auch so ein bisschen ja, verspielt an die Vergangenheit erinnern soll. Zum einen haben wir hier vorne diesen bronzenen Teil, genauso wie hier hinten an der Ferse mit diesen 5 Tags. Und auch der Einlegesohle, das ist übrigens die Original-Einlegesohle von dem Schuh von damals. Zumindest heißt es so laut Nike, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Auch hier oben an der Socke nochmal diese bronzenen Details. Und wie gesagt, jetzt diese Air Zoom Sohle in diesem neuen, effektiveren, in dieser effektiveren Weise kann man sagen. Denn damals war der Fußballschuh auf jeden Fall ja, nicht ganz so gut, sage ich jetzt mal. Leider vor meiner Zeit, ich habe da keine Erfahrung, aber habe mich natürlich da auch für euch ein bisschen informiert. Der war natürlich damals ein bisschen arg unflexibel und das Feature kam nicht wirklich zur Geltung. Da ist jetzt natürlich die Technik deutlich weiter und rauskam, wie gesagt, dieser limitierte Nike Zoom Air. Dazu natürlich auch direkt mal noch kurz zurück auf den Sportplatz, um den mal on-feed anzugucken, denn vor allem von oben finde ich dieses Muster sehr, sehr geil. Und natürlich auch für euch nochmal kurz die Info zur Passform. Dann schauen wir uns mal noch den Nike Vapor in der Limited Edition On-Feed an, weil genau von oben sieht er eigentlich mit am coolsten aus. Ich glaube, auf der Kamera kommt es gar nicht so krass rüber, dieses reflektierende Obermaterial hier im Vorderfußbereich mit dieser Struktur. Ihr kennt den Schuh natürlich, ist natürlich der reguläre Nike Zoom Air mit der Zoom Air Sohle. Cool natürlich hier dieses ganz besondere Design in Anlehnung an R9, finde ich auf jeden Fall extrem cool. Was die Passform angeht, kennt ihr natürlich schon aus dem Review. Ist natürlich ein enger Sitz, ist ein Speedboot, das heißt, der liegt natürlich eng an, dass man guten Halt im Schuh hat, aber durch das neue Vaporposit Plus Obermaterial und diese von den Sandalen darüber übernommene Plusform sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Hier ist es verstärkt und hier zwischendrin ist es natürlich reduziert, also hier sehr, sehr flexibel, hier wieder ein bisschen stabiler. Hat man eine sehr anpassungsfähige Passform und das Ganze ist von schmal bis breite Füße, kann man eigentlich sagen, sogar bespielbar, weil es sehr flexibel anpassungsfähig ist und nur an den Stellen, wo es quasi viel ja, Bewegung gibt, hier zum Beispiel oder im Vorderfußbereich verstärkt. Ansonsten hier sehr flexibel und anpassungsfähig. Das hilft natürlich den verschiedenen Passformen. Ich habe hier einen sehr guten Komfort. Superfly, wisst ihr, Problemstelle immer so ein bisschen der Sockenbereich hier. Deswegen spiele ich auch immer den Vapor eigentlich. Da habe ich keine Probleme. Beim Superfly bekomme ich hier an der Stelle Blasen. Da habe ich keine Probleme, brauche ich auch keine Einlaufphase. Mit dem habe ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt. Und mit der neuen Generation nochmal weicher und flexibler macht er hier eine wirklich sehr, sehr gute Figur. Finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Projekt von Nike. Denn hier geht es um einen Fußballschuh, der extrem wichtig ist in der Geschichte von Nike. Steht hier auch im Karton an oberen Stelle zum Beispiel. An der oberen Stelle und zwar das Nike Alpha Project. Diese Forschung und Innovationen, die damals vorangetrieben worden sind, spielen natürlich auch einen entscheidenden Teil bei der neuen Generation. Ist auf jeden Fall krass, wie sich das alles entwickelt hat und vor allem sehr cool, dass Nike so detailreich zurückerinnert an diesen sehr, sehr wichtigen Fußballschuh. Kennt jetzt leider keinen Spieler, der den wirklich aktiv tragen wird. Ist natürlich ein bisschen schade, dass man ein bisschen mehr Werbung machen können. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall für Sammler, vor allem für die älteren Sammler wahrscheinlich umso mehr, ein sehr, sehr krasser und spannender Fußballschuh. Ihr könnt natürlich gerne mal euer Feedback dalassen und falls ihr euch diesen Fußballschuh also sichern wollt, könnt ihr natürlich unbedingt in der Beschreibung vorbeischauen. Denn ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich noch so ein bisschen skeptisch, soll ich dazu überhaupt ein Video machen, irgendwie dunkle Fußballschuhe. Ich weiß ja nicht so, ist nicht so meins. Jetzt muss ich aber sagen, desto länger ich den Schuh in der Hand habe und vor allem dieses Reflektierende von diesem, sieht eigentlich am Anfang, als wäre es schwarz, aber es ist eigentlich eher so ein blau-lila, muss ich sagen, gefällt mir das immer mehr. Vor allem die Sohle kombiniert sich hier sehr geil. Das heißt, ich muss mal wieder zugeben, dass ich mich hier getäuscht habe. Das ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich Schuhe erst gar nicht feiere und dann umso mehr. Und ich muss sagen, Nike gelingt das immer häufiger in der Vergangenheit, dass sie mich dann doch überzeugen können. Und der Fußballschuh, vor allem wenn man in der Hand hat oder am Fuß, mit diesem reflektierenden Optik und diesem ja, blau oder lila Farbton, macht auf jeden Fall was her. Klar, es ist ein dunkler Fußballschuh, ist immer noch nicht so mein Geschmack, aber deutlich, deutlich krasser, als ich es mir jetzt vorgestellt hätte von den Bildern. Bin mal gespannt, ob ihr das Ganze genauso seht. Ich glaube, vor allem hier im Büro kann man das ganz gut erkennen, was ich meine. Jetzt sieht das sehr dunkel aus. Wenn man hier aber dreht, merkt man langsam, dass es blau wird. Jetzt zum Beispiel dann auch in Kombination mit dieser Sohle. Und diese Muster hier vorne sieht auf jeden Fall geil aus, aber für die Bootwall muss ich sagen, reicht es wahrscheinlich noch nicht. Das war es dann also schon wieder zum Nike Zoom Air Mercure Retro in dieser Limited Edition. Ich bin sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist und ob ihr auch tatsächlich dann im Nachhinein sagt, okay, Moment mal, der sieht ja doch ziemlich geil aus. Bin sehr gespannt auf euer Feedback. Außerdem, falls ihr euch diesen Fußballschuh sichern wollt, er ist limitiert, findet ihr unten verlinkt. Da gibt es diesen Fußballschuh auf jeden Fall noch.
muss sagen, vor allem die Sohle gefällt mir sehr gut und auch so die Details, die Nike im Schuh untergebracht hat, sind auf jeden Fall sehr gelungen. Nichtsdestotrotz, mein Herz schlägt natürlich eher für hellere Fußballschuhe. Kommt auf jeden Fall nächste Woche was sehr, sehr Spannendes auf euch zu. Ihr solltet den Kanal unbedingt abonnieren, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. So viel schon mal vorweg. Und natürlich mehr Infos und mehr Bilder zu diesem Fußballschuh gibt es bei mir auf Instagram. Deswegen schaut dort gerne vorbei. Das war's zum heutigen Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.